Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute schminke ich mit euch zusammen einen Amu mit dieser wunderbaren Palette von Too Faced, die Chocolate Bar. So sehen diese wunderbaren Farben aus. Sie sind alle butterweich und vor allen Dingen riechen sie alle ganz extrem nach Schokolade. Total lecker. Wenn ich hier so daneben bin, könnte ich auch den ganzen Tag hier sitzen bleiben und Schokolade duften. Aber ja, wir wollen ja einen Amu zusammenschminken. Und ich habe schon einige Kombinationen mit dieser Palette ausprobiert. Die sahen alle gut aus. Also ich habe auch schon dieses Rosa zusammen mit diesem Lila hier zusammen auf dem Auge getragen. Das sah gut aus. Das hatte ich gepostet bei Instagram, falls ihr mir da folgt. Folgt mir doch einfach, wenn ihr mir noch nicht da folgt. Es macht nämlich sehr viel Spaß da. Und dann habe ich verschiedene Kombinationen ausprobiert und mal schauen, was es heute wird. Bitte wundert euch nicht, ich schminke mich in diesem kleinen Display hier und ich weiß noch nicht, wie das Endergebnis dann wird, aber ich kann mich eigentlich ganz gut sehen und ich hoffe, dadurch, dass ich so nah an der Kamera sitze, dass ihr mich dann auch gut sehen könnt und auch das Ergebnis nachher gut sehen könnt. So, ich fange jetzt an mit diesem hellen Ton hier oben, die heißt weiße Schokolade und die setze ich mir jetzt einfach hier oben, ach, das kann ich ja während ich quatsche machen, ne? Das habe ich noch nie in dieser Form gemacht, so ein solches Video. Ich klopfe auch immer ein bisschen ab, damit ich überschüssiges Produkt gleich mal los bin. Und ich habe noch nie mich geschminkt und gleichzeitig geredet, beziehungsweise ich habe das schon mal gemacht, in einem anderen Video, ganz früher, als ich angefangen habe. Und dann habe ich das nicht hochgeladen, weil das so eine Katastrophe war. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte nicht mit euch, beziehungsweise mit der Kamera reden und gleichzeitig mich schminken. Und irgendwie ist das ganze Video in einem absoluten Chaos geendet und ich habe es da nicht hochgeladen. Ich glaube, es war über eine halbe Stunde und ich habe gedacht, nee, also das kannst du deinen Zuschauern unmöglich zumuten. So, also die setze ich mir jetzt hier unten runter. Ich habe noch so einen kleinen Handspiegel, da gucke ich vielleicht gleich mal rein, ob das dann wohl in Ordnung ist. Aber ich brauche gleich beide Hände. Deswegen habe ich mich entschieden, das hier im Display zu machen. Und das ist echt nicht besonders gut. Moment. So, meinen kleinen Handspiegel habe ich jetzt da drunter gesetzt, hier unter die Kamera. Dann kann ich ein bisschen mehr sehen. Und ich zoome euch aber dann zum Schluss natürlich auch gerne nochmal ran. Also, die Farbe weiße Schokolade hier unten unter den Augenbrauenbogen. Und ein bisschen davon auch hier drunter. Bevor ich es vergesse, ich habe als allererstes mit meinem Paint Pot Soft Ochre mein Auge betupft als Base für dieses ganze Make-up natürlich. Also das vergesse ich manchmal dazu zu sagen, wenn ich ein Amu schminke und ich vergesse auch oftmals das aufzunehmen. So sieht der aus, der hat also so einen Gelbstich. Das ist wie gesagt der Paint Pot von MAC in der Farbe Soft Ochre. Und den liebe ich einfach. Es gibt noch einen weiteren in der Farbe Painterly. Den benutzen auch viele gerne, aber der hat, glaube ich, mehr so einen Hautton. Also der ist nicht so gelbstichig. Aber der soll auch sehr, sehr gut sein. Wollte ich mir vielleicht auch nochmal angucken irgendwann. So, also die Farbe weiße Schokolade ist jetzt fertig. Und jetzt nehme ich einfach den gleichen Pinsel. Und so habe ich mich heute hauptsächlich für Real Techniques Pinsel entschieden. Das hier ist jetzt hier gerade die Base Shadow Brush. Damit kann man wunderbar Lidschatten auftragen, aber auch gleichzeitig verblenden. Der ist ja so ein bisschen wuscheliger. Den gibt es im Set, den habe ich im Set gekauft. Ein super Set, benutze ich sehr, sehr gerne. Dann nehme ich jetzt diesen Ton hier außen. Gesalzenes Karamell, also Salted Caramel heißt dieser Ton. Nimm einfach den gleichen Pinsel und gehe damit einfach nur mit der Spitze etwas rein. Klopf das ab und dann werde ich mir das in die Lidfalte geben. Und zwar einfach hier rein. Und ich habe schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Schlupflider, aber es geht schon in die Richtung. Das heißt, wenn ich mein Auge öffne und gerade zu euch in die Kamera schaue, verschwindet das hier so ein bisschen. Also egal, was ich hier jetzt arbeite in dieser Falte, wenn ich das Auge öffne, ist viel davon verschluckt und weg. Deshalb öffne ich mein Auge immer relativ normal und ziehe das dann mehr so nach oben, damit man es noch sieht, wenn ich meine Augen auch normal aufhabe. Da achte ich immer drauf und dann arbeite ich das einfach so ein bisschen hier in die Lidfalte und ziehe das so ein Stückchen nach oben. So, viel mehr nehme ich da jetzt auch gar nicht. Das soll einfach nur einen weicheren Übergang schaffen nachher zu der Farbe, die ich mir aufs Augenlid geben werde, bis hin zu der Augenbrauenfarbe, also bis hin zu dem Augenbrauenbogen, zu dem hellen weißen Schokoladeton. So, und jetzt kommen wir schon zu dem beweglichen Augenlid. Da mache ich mir auch mal gar keinen Stress und nehme weiterhin den gleichen Pinsel. Und zwar nehme ich diese Farbe hier, die heißt Marzipan. Finde ich sehr, sehr schön. Und ihr werdet jetzt sehen, wie toll die auf dem Augenlid aussieht. Und immer ein bisschen abklopfen, weil dann geht immer ein bisschen, oh, Entschuldigung, dann geht immer ein bisschen von dem Produkt ab und es rieselt nicht so runter. Und ihr seht, ich tupfe das auf das gesamte
bewegliche Augenlid und drehe den Pinsel auch zwischendurch, weil ich den von beiden Seiten mit der Farbe betupft habe. Und hier außen gebe ich gar nicht so viel drauf, weil da kommt gleich noch eine andere Farbe dazu. Seht ihr das? So eine tolle Farbe, oder? Schimmert so schön. Jetzt nehme ich nochmal beidseitig was auf und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Seht ihr das, was da abgeht? An Pulver, also an Lidschatten, was da wirklich wegfliegt. Und das habe ich halt früher immer das Problem gehabt, wenn ich das nicht mache, dann wird das beim Auftupfen immer hier unten drauf rieseln. Und das habe ich nicht mehr, seit ich das immer abtupfe. Und deswegen mache ich das. Und ich ziehe auch nicht mehr so den Pinsel über mein Augenlid, so wie ich es früher gemacht habe. Ich tupfe dann eher. Manchmal kann man das trotzdem machen. Also bei manchen Farben mache ich es trotzdem. Dann ziehe ich es einfach drüber und das funktioniert auch. Aber wenn ich so ein bisschen schimmerige Töne habe, wie den jetzt hier, dann mache ich das immer mit dem Abtupfen. Das riecht so gut. So, jetzt kann ich mit dem gleichen Pinsel, weil ich habe ja gesagt, der ist auch gleichzeitig zum Verblenden geeignet, tatsächlich hier oben in die Farbe gehen, die ich vorhin benutzt habe, zum Auscreasen, also um den Übergang zu schaffen, und das noch so ein bisschen nach oben ziehen. Das mache ich dann auch manchmal. Das ist dann auch wieder einfach ein schönerer, weicherer Übergang. Ich gehe da aber gleich nochmal rein in die Lidfalte. Ich bleibe jetzt einfach bei dem Pinsel. Es ist vielleicht ein bisschen anders als andere Make-up-Tutorials, aber ich mache mir gerne keinen Stress. So, das ist jetzt ein Alltags-Make-up oder ein Alltags-Amu, was ich für euch schminken will mit dieser wunderbaren Palette, wie gesagt. Und ich zeige euch jetzt tatsächlich, wie ich das oft im Alltag mache, wenn das Make-up nicht so hundertprozentig perfekt sein muss, sondern ich will das für den Tag schminken, vielleicht auch ein bisschen kräftiger, weil ich gerade Lust drauf habe. Und dann nehme ich ganz oft wirklich immer den gleichen Pinsel. Ich fange mit der hellsten Farbe an. Gehe dann immer einen Ton dunkler und die dunkelste Farbe, das mache ich auch mit dem Pinsel. Ich habe auch noch zwei andere hier liegen, ich zeige euch die gleich. Die werde ich auch auf jeden Fall noch verwenden. Aber für welche Farbe entscheiden wir uns denn jetzt? Nehmen wir meine Lieblingsfarbe, Black Forest Truffle, oder nehmen wir vielleicht mal das Grün? Gilded Ganache heißt die Farbe. Also, das hier ist meine Lieblingsfarbe, das ist die Black Forest Truffle. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist so ein, ja, ich würde mal fast sagen Aubergine-Ton. Ups. Ganz tolle Farbabgabe, ne, seht ihr? Und den Ton hier oben, das ist die Farbe Gilded Ganache. Ich halte euch das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Gilded Ganache. Ja, so würde ich sagen. Und das ist hier oben dieses dunkle Grün. Und das nehme ich jetzt einfach mal. Und zwar nehme ich davon auch einfach was mit der Spitze auf, ein bisschen vorsichtig. Nicht ganz so viel. Klopfe das auch einmal ab. Und jetzt brauche ich beide Hände. Und zwar soll man ja den Lidschatten so auftragen, dass am äußeren Augenwinkel die Verbindung gezogen werden kann bis zum Ende der Augenbraue. Und um das hinzubekommen und nicht hier unten zu landen, weil das zieht das Auge dann so nach unten, das ist mir ganz oft schon passiert, dann ziehe ich es aus Versehen ein Stückchen zu weit nach unten, dann weiß ich nicht mehr, wie ich es wegkriegen kann. Man kriegt es weg mit Concealer zum Beispiel, kann man nochmal drüber gehen, dann sieht das wieder schön aus. Aber den Schritt möchte ich mir einfach sparen. Ich lege ganz oft einfach meinen Finger, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier mit hinbekomme mit dem Display, meinen Finger an das äußere Ende des Augenlids und dann so ungefähr bis ans Ende der Augenbraue. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht zu unverständlich. Und dann setze ich mir das hier an und ziehe das schon mal so ein bisschen raus. Also wirklich nur außen setze ich den Lidschatten an und dann ein bisschen rein. So, dann weiß ich schon mal so ungefähr, wo ich hin will oder wo ich eben nicht hin will. Und das kann ich jetzt ausbauen, ohne das festzuhalten. Ich gehe jetzt nochmal in diese Kaki-Farbe rein. Das ist echt ein schönes Kaki-Grün. Und ich kann das in dem anderen Spiegel, wo ich jetzt nicht beide Hände habe, einfach besser sehen. Ich hoffe natürlich, dass ihr das gut nachschminken könnt, wenn ihr die Palette auch haben solltet. Habe ja schon mitgekriegt, dass einige sich die bestellt haben. Auch nach meinem letzten Video, ich verlinke euch das gerne, dahin. Wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, dann findet ihr das unten in der Infobox. Ich bin da irgendwie nicht so firm. Und dann ziehe ich mir dieses Dreieck hier auch noch so ein bisschen in die Lidfalte rein, beziehungsweise darüber hinaus. Und viel mehr mache ich da jetzt eigentlich auch gar nicht. Könnt ihr das gut sehen? Ja.
Dann mache ich das auf der anderen Seite auch. Man kann sich natürlich auch andere Hilfsmittel nehmen. Ich habe in YouTube-Videos schon gesehen, manche kleben sich hier einen Streifen Tesafilm hin. Das finde ich persönlich unangenehm, mir Tesafilmstreifen aufs Auge zu, also auf die Haut zu kleben. Ich mag das Gefühl einfach nicht. Und deshalb mache ich das halt mit dem Finger, aber man kann auch ein Tübchen nehmen oder ein Lineal oder so, also was man gerade so zur Hand hat. Und das damit machen, ne? Damit man so eine kleine Linie hat. Ich sollte vielleicht weiterquatschen, ne? Ich unterlege ja gar nicht mit Musik. Das habe ich schon wieder vergessen. Alte Frau ist ja kein D-Zug. So, also das gefällt mir schon mal ganz gut. Und viel mehr will ich da eigentlich auch gar nicht machen. Was ich aber jetzt gerne machen möchte und machen werde, ist, ich werde mir das noch auf die untere, also auf, unter den unteren Wimpernkranz setzen. Dafür nehme ich einen anderen Pinsel. Und zwar diesen hier. Das ist ein abgeschrägter Pinsel, auch von Real Techniques. Der heißt Brow Brush. Und da gehe ich einfach in das Grün rein, was ich jetzt gerade genommen habe, in dieses Khaki-Grün. Und setze mir den, ihr seht, wie ich den Pinsel halte, einfach hier drunter. Und zwar tupfe ich den erstmal nur auf. Dann werde ich schon mal ein bisschen Farbe los, drehe den Pinsel um und ziehe das dann auch so ein bisschen raus. Ich drehe den also oft hin und her, damit er immer gerade so in meiner Hand liegt, dass ich da gut mit arbeiten kann. Und schaffe hier so ein bisschen die Verbindung zu dem Strich nach oben. Seht ihr das? Also so übertrieben jetzt, ne? Das mache ich sonst nicht, aber um euch das jetzt zu zeigen, wollte ich das gerne mal machen. Das ist so ein goldiges Khaki, das ist eigentlich sehr schön. Ich bin immer so ein bisschen ab von Grüntönen. Ich weiß gar nicht warum, das sollte ich vielleicht machen. Öfter mal benutzen. Ich meine immer, Grüntöne stehen mir nicht am Auge, aber der Klapp von MAC gefällt mir ja auch total gut. Und dieses Khaki-Grün hier gefällt mir auch. Das ist so grün-golden. Leider verstehe ich nicht, was die Farbbezeichnung bedeutet, Gilded Ganache. Also da kann ich jetzt nichts ableiten. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir das schreiben. Jetzt setze ich mir mit dem Pinsel einfach hier oben auch nochmal was drauf. Das war mir irgendwie zu wenig. Das mache ich auch oft, dass ich meine, ich bin schon fertig und dann fällt mir im Nachhinein ein, ach, da könnte noch was drauf und da könnte noch was drauf. So, mehr würde ich ja jetzt gar nicht machen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich schnappe mir meinen Pinsel von MAC. Das ist die Nummer 217. Ihr könnt dafür aber auch jeden anderen Blenderpinsel nehmen. Es war jetzt Zufall, dass ich den rausgefischt habe. Ich nehme dafür auch oft meinen Blenderpinsel von Ebeline. Ich habe noch einen von Bidellium. Ich habe noch einen von Zoeva, glaube ich. Ach, ich habe alle. Ich habe alle, glaube ich. Alle, die es so gibt. Alle Blenderpinsel. Und ich greife mir einfach immer ein. Ich finde den ganz gut, aber nicht herausragend. Ich würde das Geld für diesen Pinsel nicht ausgeben. Für den 217er von MAC. Das ist ein guter Pinsel. Der ist weich, der ist fluffig. Aber ich persönlich komme auch genauso gut klar mit den günstigeren Varianten. Und jetzt gehe ich einfach dorthin, wo ich die Farbe hingesetzt habe. Und wirklich immer nur mit der Spitze. Ich hoffe, ihr seht das. Und mache immer nur so ganz leicht. Also kleine strichelnde Bewegungen. Ich hoffe, ihr versteht das. Also ich setze das nicht auf. Ich mache nicht so und so, als würde ich eine Wand anstreichen, sondern ich mache immer nur so kleine strichelnde Bewegungen. In manchen Videos, finde ich, sieht man das nicht so gut, dass man das so machen sollte, einfach um den Übergang zu schaffen, um das weich auszublenden. Und das mache ich auch hier unten, damit das einfach weicher aussieht und nicht so eine ganz harte Kante gibt. Und das kann man dann natürlich auch zwischen den Farben machen, damit die Farben sich schön ineinander verblenden. So, das wird mir jetzt schon reichen. Wie gesagt, das ist ja für den Alltag. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Mascara und der letzte Schliff für mein Gesicht, weil ich habe mein Gesicht nämlich vorbereitet mit Concealer. Ich habe heute kein Make-up benutzt, ich habe wirklich nur den Concealer benutzt. Und zwar den von Maybelline, Better Skin Concealer, den habe ich mir hier drunter gesetzt und dann habe ich ein bisschen abgepudert. Mehr habe ich nicht gemacht, jetzt bin ich aber auch noch braun und war jetzt halt der Meinung, ich brauche jetzt nicht unbedingt Foundation auftragen und das gleiche ich gleich alles aus mit meinem Lieblingsbronzer, den werdet ihr gleich sehen. Das gefällt mir ziemlich gut und ich denke, das kann auch so bleiben. Wenn man jetzt möchte, kann man natürlich nochmal einen frischen Pinsel nehmen. Was habe ich denn jetzt hier mitgenommen? Ach, jetzt habe ich einen falschen, jetzt habe ich von Ebeline hier so eigentlich so einen Concealer-Pinsel geschnappt. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man jetzt natürlich nochmal in die hellste Farbe gehen kann, wenn man jetzt vielleicht sieht, ach, das reicht mir nicht aus, und da nochmal die Farbe drüber setzen kann, unterm Augenbrauenbogen. Und wenn man mag,
kann man natürlich auch mit einem feinen Pinsel, das ist jetzt wieder einer von Real Techniques, das ist der Pixel Point Eyeliner Brush. Damit trage ich mir super, super gerne Gel-Eyeliner auf. Das geht damit ganz, ganz präzise. Der ist fest gebunden, etwas länger. Ihr seht es. Und damit kann man super Gel-Eyeliner auftragen. Und ich trage mir damit auch gerne Lidschatten, dunklen Lidschatten unter den unteren Wimpernkranz auf. Und in dem Fall, weil ich den jetzt gerade übrig habe, den Pinsel, gehe ich jetzt hier nochmal in eine helle Farbe rein. Und zwar nochmal in die Farbe Marzipan von vorhin. Also in diese hier. Die ich mir ja sowieso schon auf das gesamte bewegliche Augenlid gesetzt habe. Und setze dann hier damit nochmal so ein feines Highlight. Dreh das ein bisschen, damit hier noch mehr Farbe dran ist. Und gebe mir das noch in den inneren Augenwinkel, damit das ein bisschen mehr strahlt. Damit kann man wirklich sehr präzise arbeiten hier mit diesem Pinsel. Ich liebe den sehr. Dieses ganze Set ist toll. Also wenn ich es finde, verlinke ich euch das gerne unten in der Infobox. Ich finde dieses ganze Set super und ich habe es mir auch zweimal bestellt, weil ich gerne zweimal den abgeschrägten haben wollte. Ich wollte zweimal den Eyeshadow Brush haben und ja, dann war der halt eben auch zweimal dabei und ich kann da super mit arbeiten und das sind mit meine Lieblingspinsel. Und das war's schon mit dem Amu. Jetzt mache ich nur noch die Wimperntusche drauf. Das schneide ich jetzt ein bisschen zusammen, glaube ich, weil das interessiert, glaube ich, herzlich wenig. Ich nehme dafür auf jeden Fall die von L'Oreal, die neue Miss Manga in Schwarz einfach. Die hatte ich mir im Duty Free gekauft im letzten Urlaub und mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden. Jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie beweglich die ist. Seht ihr das? Das ist der Clou oder soll der Clou sein an der Mascara. Ich persönlich denke, dass es eine gute Mascara ist, die man aber nicht unbedingt braucht. Ihr werdet es sehen, man braucht sie nicht unbedingt. Also ich habe andere Mascaras, die ich besser finde, sagen wir es mal so. Noch eine zweite Schicht drauf. Fertig. Und ihr seht schon, dass die tolle lange Wimpern macht. Ne? Also die macht schon eine tolle Wimper, so ist das nicht. Aber es ist halt eben relativ ausgefallen, was sie macht, weil sie verklebt einzelne Wimpern und also ich glaube, das ist der Sinn der Sache, dass man aussieht wie ein Manga-Püppchen. Die haben ja auch diese langen Wimpern und ja, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, aber das ist wirklich eine gute Mascara. Ich würde jetzt im Normalfall noch eine zweite Mascara dazu nehmen, die Wimpern etwas mehr trennt. Zum Beispiel meine Luxurious Lashes von Kiko, die mag ich dafür sehr, sehr gerne. Oder auch eine von L'Oreal. Es gibt diese 4D, die ist bei mir leider leer gegangen. Die trennt die Wimpern sehr gut nochmal auseinander und dann hat man halt beides. Dann hat man diese Verlängerung, diese Dicke. Und die Trennung halt eben noch durch eine weitere Mascara. Ich habe jetzt keine weitere hier und es ist jetzt auch Wurst, es ist ja für den Alltag. Und ich finde, da reicht die, da macht die echt eine tolle Wimper und da kann man nicht meckern. Und insgesamt bin ich mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden. So, dann bin ich jetzt erstmal fertig mit dieser wunderbaren Too Faced Palette. Die gibt es leider nur in den USA, beziehungsweise über beautybay.com hat meine Freundin sie bestellt, die sie mir geschenkt hat, die liebe Heidi. Vielen Dank nochmal dafür und ja, ich liebe diese Palette sehr und ich hätte sie mir selber wahrscheinlich nicht gekauft, mich auf die Suche gemacht und im Ausland bestellt, aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich sie habe und wie gesagt, im Moment nehme ich sie jeden Tag zur Hand und probiere verschiedene Looks damit aus. Wenn ich jetzt abends rausgehen würde, hätte ich vielleicht noch etwas mehr von dem dunklen Khaki-Grün verwendet mit diesem Goldschimmer drin und hätte mir auf jeden Fall noch einen Eyeliner-Strich dazu gezogen und vielleicht auch nochmal ein Kajal von unten auf die untere Wasserlinie gesetzt, um das Ganze zu verstärken und ein bisschen abendtauglicher zu machen, aber ich finde für den Alltag reicht das aus, man ist relativ schnell fertig. Ich habe jetzt glaube ich 1, 2, 3, 4 Farben habe ich glaube ich verwendet, ne? Und ja, ich finde das Ergebnis schön, mir gefällt es und es ist halt eben ganz leicht und man kann 1000 verschiedene Looks damit schminken, wie gesagt, also schaut euch die Farben an, da kann man ganz viel mitmachen, ne? Von Gold über Bronze, über so, hier ist noch so ein matter brauner Ton mit drin und ach ja, meine Lieblingsfarbe, die ich am allerliebsten verwende, ne? Das ist die hier oben, die so ein bisschen schimmert und glimmert und ach, man kann halt eben etwas mehr davon verwenden, etwas weniger. Ich bin jemand, ich verwende auch gerne starke Farben, wie jetzt zum Beispiel meine Lieblingsfarbe, die ich euch hier gezeigt hatte, diese, Moment, ich muss es nochmal rausholen. Black Forest Trüffel, das ist diese hier, das ist ja die, die so schimmert, die habe ich mir auch durchaus schon aufs gesamte bewegliche Lid gegeben und dann richtig schön ausgeblendet mit einem Blenderton und oben das Helle und ja, das sah auch einfach toll aus.
Ich bin da halt immer ein bisschen experimentierfreudig und ich schminke mich nicht immer auf die gleiche Art. Ich gebe auch gerne meine dunkle Farbe auf das komplette Lid. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ich habe sowieso vor, nochmal, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, aber in der nächsten Zeit vielleicht nochmal ein Make-up-Tutorial oder ein Armut zu schminken, was mal so ein bisschen anders ist, aber auch alltagstauglich, wo ich halt eben das ganze Lid dann mit einer dunkleren Farbe schminke. Wenn euch das interessiert, hinterlasst mir mal bitte kurz einen Kommentar, wenn ich das nächste Get Ready With Me mache oder das nächste Amo für euch schminke, soll ich das wieder so machen und mit euch reden dabei und erklären, was ich da benutze? Oder sagt ihr, nee, das reicht mit Musik unterlegt, das gucke ich eigentlich lieber, weil ich bin auch so ein Typ, ich mag mal so, mal so. Ich mag halt ganz gerne die Tutorials, die nur mit Musik unterlegt sind, wo ich dann einfach Schritt für Schritt sehe und die Produkte sehe und so, wo das dann eingespielt wird und wie dann das fertige Endergebnis aussieht. Ich mag aber genauso gerne, wenn jemand dabei redet. Also das ist immer, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, vielleicht sollte ich es mal so und mal so machen. Aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr mir eine kurze Nachricht unten in die Infobox könnt ihr nicht schreiben, ne? Nee. Als Kommentar hinterlasst, wie ihr das am liebsten mögt. Na gut, wenn es sich die Waage hält, mache ich beides. Wenn alle schreiben, bitte quatsch dabei, quatsch ich dabei, weil alle sagen, halt bitte mal die Klappe. Ich freue mich immer auf deine Videos, wo du mal nicht redest. Ich möchte bitte Musik, mache ich das auch. So, dann will ich mich mal fertig schminken. Ich finde, ihr könnt dabei bleiben. Ich benutze meinen Lieblingsbronzer von Michael Kors. Das ist die Farbe Glow. Den habe ich bestellt bei Douglas und der hat 39,90 € gekostet. Viele haben danach gefragt. Ich habe auch auf Instagram Fotos davon gepostet. Der ist einfach butterweich. Der hat eine schöne Farbe und ich nehme meinen dicken Ebelin Kabuki Pinsel dafür und tunke den so richtig schön ein. Den nehme ich immer, deswegen war der auch schon versaut. Und dann setze ich mir den einfach hier auf die Wangen. So ein bisschen als Kontur, aber ich nehme jetzt keinen Konturpinsel dafür. Bin ja braun, da brauche ich das nicht, finde ich. Also, mache ich da nicht. Klar kann ich mich konturieren, mache ich auch gleich mit der Nase, aber dann gehe ich nochmal rein, setze mir den hier oben so ein bisschen auf die Stirn und buffer den so ein bisschen ein. Und was man nie vergessen sollte, die Übergänge unten am Kinn und zum Hals hin, dass das schön verläuft, dass es ineinander läuft und auch die Ohren nicht vergessen. Oh, und dieser Pinsel ist auch so schön weich, ne? Den gibt es in der Drogerie, der ist von Ebelin, der kostet, glaube ich, 5 Euro. Da habe ich gleich mal 2 von gekauft, nachdem ich den ersten hatte, ausprobiert habe und Angst hatte, dass die irgendwie wieder aus den Regalen verschwinden. Das ist ja oft so. Und wenn der eine mal schmutzig ist und ich brauche einen frischen für einen anderen Bronzer, dann nehme ich den. Ich nehme die so im Wechsel und ich liebe den sehr, den dicken Pinsel hier. Da braucht man echt nicht viel Geld ausgeben. So, jetzt habe ich den Bronzer aufgetragen. Dann nochmal so ein bisschen... bisschen brauner bin und die Haut ein bisschen schöner aussieht als vorher jetzt. Ich habe ja wie gesagt nur Concealer drauf heute. Dann konturiere ich mir jetzt die Nase. Und zwar nehme ich dafür meinen NYX Blush in der Farbe Taupe. Das hatte ich euch auch in einem Haul gezeigt. Ihr seht, den benutze ich ganz ordentlich. Und nehme dafür einen Pinsel von MAC. Der war in der Stroke of Midnight, hieß sie, glaube ich. Es war auch eine LE. Vielleicht gibt es den auch noch. Müsste man mal gucken. Das war auf jeden Fall ein Set. Ich hatte das zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Mann. Habe ich mir aber auch gewünscht. Es war ein Set mit Pinseln. Und den nehme ich gerne zum Ausblenden, also von Lidschatten. Und den nehme ich aber jetzt mittlerweile auch ganz gerne zum Konturieren. Und ich missbrauche meine Pinsel immer. Also egal, wofür der ursprünglich gedacht war, meine Pinsel werden immer für irgendwelche anderen Sachen benutzt. Und den gebe ich mir jetzt zum Konturieren der Nase, gebe ich mir etwas davon rechts und links auf die Nase, weil ich mache die gerne, ich schminke die gerne schmaler. Und dann gebe ich mir etwas hier drauf. Also alles, was dunkler ist, tritt ja in den Hintergrund und das möchte ich. Ich möchte meine Nase ein kleines bisschen schmaler schminken. Jetzt rutscht es hier. Es kommt davon, ne? Plastik auf Plastik. NYX Taupe auf Chocolate Bar rutscht. Und dadurch, dass er so dick und fluffig ist, kann ich das auch schön noch verblenden, dass das also nicht aussieht wie so eine gerade Linie. Ne? Das muss ja ein bisschen weicher aussehen. Soll ja nicht aussehen wie eine konturierte Nase, sondern soll einfach optisch so wirken. So, Nase ist konturiert. Jetzt nehme ich noch meinen Blush von Milani. Oh, auch ein Traum. Das ist der Luminoso. Den habe ich euch auch schon gezeigt in einem Haul. Ups. So sieht der aus. Da ist hier nochmal so eine Kappe und hinten ist nochmal ein Pinselchen drin, was ich nie verwende. Ich verwende nämlich immer meinen Lieblingspinsel, auch von Real Techniques. Ich bin da so ein bisschen verrückt. Das ist der Blush Brush. Das ist mein liebster Blush-Pinsel einfach. Der ist total weich, ganz, ganz weich. Der ist so richtig zum Kuscheln. Und dann nehme ich einfach ein bisschen Produkt vorne an der Spitze auf und gebe mir den dann auf die Wangen. Und das gibt dann gleichzeitig auch nochmal so einen schönen Glow. Das werdet ihr jetzt sehen.
Sieht man das in der Kamera? Kommt das gut rüber? Ich hoffe es. Also es ist einmal dieser peachy Ton, die dieser Luminoso hat, den ich sehr, sehr liebe. Und gleichzeitig gibt er nochmal so ein bisschen Glow. Ich hoffe, ihr seht es. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen was auf und mache die andere Seite. Das ist echt gar nicht so einfach mit dem Spiegel da drunter und dann mal im, ich finde das immer so blöd, wenn man so in die... Ja, ich glaube, jetzt sieht man das aber auch in der Kamera ganz gut. Wenn man, ich wollte jetzt sagen, dass ich das blöd finde, wenn man immer hier in dieses Display guckt. Und ich filme ja mit einem Camcorder und da ist das Display extrem klein. Da sieht man sich auch nicht so gut. Ja, und das ist so jetzt der letzte. Das jetzt so, hier sieht man es, ne? Wie schön das glänzt und schimmert. Das gefällt mir total gut. Und ach ja, dieser Blush mit diesem Pinsel ist ein Traum. Ja, und auf den Lippen hatte ich vorhin schon aufgetragen. Ich habe meinen Lip Liner von MAC verwendet in der Farbe Stone. Den nehme ich immer. Das liegt aber daran, weil meine Lippenkontur nicht die schönste ist. Ich nehme also immer einen Lip Liner eigentlich, also fast immer. Es sei denn, ich trage im Alltag mal nur Gloss oder so, dann geht das auch mal ohne. Aber morgens, wenn ich mich fertig mache und schminke, nehme ich eigentlich immer einen Lip Liner. Und dieser Stone ist sehr, sehr schwierig zu handeln, weil er braun ist. Der sieht eigentlich mehr aus wie ein Kajalstift. Aber den mache ich mir halt eben ganz leicht auf die Kontur und vertupfe den dann auch noch mit den Fingern. Und dann habe ich mir hier von Max Factor, haben die eigentlich einen Namen? Naja, so sehen die auf jeden Fall aus. Das sind diese goldenen von Max Factor, wunderbare Lippenstifte. Da habe ich mir jetzt die Farbe Sun Bronze ausgesucht. Die liebe ich auch sehr, die habe ich schon länger. Das war mein erster, den ich von dieser Reihe hatte. Und nein! Mein Luminoso ist abgestürzt. Und bitte nicht, sei nicht kaputt. Was habe ich gesagt? Plastik auf Plastik funktioniert nicht. Und der Nyx Taupe liegt hier, Plastik auf Plastik. Und was mache ich? Ich lege den Luminoso dazu, aber es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Mein Schätzchen ist ganz geblieben. Es ist einfach nur aufgegangen. Und dieses Pinselchen ist rausgefallen. Selbst der Spiegel ist noch in Ordnung. Und ja, da muss ich einfach besser aufpassen. Das darf mir nicht nochmal passieren, weil wenn ich den nicht mehr hätte, dann wäre ich echt traurig. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen besser aufpassen hier beim Schminken. So, kommen wir zurück zu dem Lippenstift. Jetzt trage ich ihn endlich nochmal drüber. Ich habe ihn ja schon die ganze Zeit drauf. Ihr seht, der heißt nicht nur Sun Bronze. Der sieht also aus. Und durch den Lip Liner wird halt eben Auslaufen noch verhindert und... Ach, das ist einfach auch eine traumhafte Farbe. Ich liebe den wirklich sehr und ich finde, der passt zum Gesamtlook einfach heute dazu. Und ja, da bin ich schon fertig mit meinem Schminki-Tutorial mit Reden. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Aber sagt mir mal, ob ihr das mögt, wenn ich dabei spreche oder ob ihr sagt, macht doch mal wieder Musik drunter oder beides so im Wechsel. Kann ich ja auch mal machen. Auf jeden Fall hat mir das heute sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr jetzt auch noch dabei seid. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch ein wenig geholfen. Wenn ihr die Too Faced Chocolate Bar ebenfalls habt, würde mich interessieren, ob ihr das nachschminkt oder ob ihr da auch immer so viel mit experimentiert oder ob ihr euren Lieblingslook damit schon gefunden habt. Dann schreibt mir doch mal eure Lidschattenfarben da unten drunter, in welcher Kombi ihr sie tragt. Also es reicht mir dann, wenn ich höre White Chocolate, Marzipan, keine Ahnung, Gilded Ganache, wenn das so ausgesprochen wird und die nehme ich gerne oder so. Diese Kombi würde ich dann auch mal gerne nachschminken. Ich schminke nämlich selber auch sehr, sehr gerne Tutorials nach oder ich schminke sehr, sehr gerne nach, was mir andere sagen. Nimm doch mal die Farbe, die sieht toll aus, die mir persönlich vielleicht noch nicht aufgefallen ist, aber bei der Palette habe ich jetzt fast alle Farben durch. Nur dieses Khaki-Grün habe ich heute zum ersten Mal verwendet und egal, bevor ich mich jetzt hier wieder festquatsche, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!